Hallo, liebe Freunde des gepflegten Survival-Aufbau-Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Frostpunk. Es sind 48 Stunden vergangen zwischen der Aufnahme der letzten und der dieser Folge hier. Und ich glaube, wir haben beim letzten Mal unsere erste Expedition hier ins Frostland geschickt, ins Vorgebirge. Diese aufgewühlte Gebirgsausläufer wurden einst eingehend erkundet, aber unsere Wege und sicheren Unterschlüpfe sind mittlerweile Schneestürmen zum Opfer gefallen. Es gab hier allerdings eine alte Kohlemine. Vielleicht finden wir noch etwas Kohle. Genau. Deswegen sind wir dahin aufgebrochen, denn wir suchen nach mehr Kohle. So. Und unsere Aufgabe hier ist, wende Tagesordnung stattgeben auf Neu-Londoner an. Baue ein Gebäude des Typs Staubkohlemine. Und ich glaube, das Problem, was wir aktuell haben, ist ein Einwohnerproblem. Und wir müssen mal gucken. Gebäude. Wohnbezirk, ob wir hier irgendwas. Hier könnten wir erweitern. Wärme, Wärme, Wärme. Müssen wir da echt 6 Dinger bauen? Nee. Doch. Kann man das nicht so machen? So. Eigentlich, gut, wir haben tatsächlich nicht genug Wohnraum. Von daher ist das, glaube ich, eine ganz gute Idee. Und dann müssen wir gucken für die Staubkohlemine. Das war hier. Nee, doch hier. Für die Staubkohlemine. Okay, es wird kälter. Die können wir tatsächlich bauen. Weil wir jetzt auf einmal wieder Arbeitskräfte bekommen haben, woher auch immer. Hier können wir. Hier können wir die hinbauen. Oder hier? Haben wir schon? Hatten wir nicht schon eine davon gebaut? Na egal, wir bauen es mal hier hin, weil hier ist der Bezirk größer. Denn Kohle brauchen wir sowieso wegen der Kälte. Und jetzt bauen sie hier die Wohnungen, das ist gut. Und wir müssen aber parallel auch gucken, dass wir hallo Luna, hallo Kartoffel, dass wir hier mehr hey, kann ich jetzt hier einfach das Nahrungsmittelbezirk dran klatschen? Wie viel Nahrung ist hier denn? 238.000. Ja komm, dann lass das mal machen. Wieso geht denn das nicht? Ach so, das ist bloß das Einzugsgebiet von dem Vorratszentrum. Dann wissen wir jetzt hier, glaube ich, haben wir hier unten noch irgendwo Nahrung? Ja, hier. Wobei, jetzt haben wir aber hier damit schon angefangen. Dann lasst uns das hier mal aufbrechen. So, Forderungen der Frostländer erfüllt. Die Frostländer sind hoch erfreut, dass du dein Wort gehalten hast. Sie sind deiner Herrschaft gegenüber jetzt positiver gestimmt und halten dich für ein rechtschaffendes Oberhaupt. Die Beziehung zur Gemeinschaft der Frostländer verbessert sich, das Vertrauen steigt. Ah, sehr gut. Okay. Ich überlege jetzt, ob ich nicht gleich noch eine. Dafür brauche ich Wärmemarken. Und wir brauchen auf jeden Fall. Boah, ja. Es wird sportlich. Wir brauchen auch Material wieder.
Kann ich eigentlich mehrere Expeditionen starten? Was haben wir jetzt hier? Kranke Nachbarn, keine Regeln festgelegt. Oberhaupt, heute Morgen wurde ein Haus vom Rest der Nachbarschaft abgeschottet. Die Menschen im Haus konnten schließlich entkommen, aber die örtlichen Geschäfte und Einrichtungen verweigerten ihnen ihre Dienste. Ich weiß nicht, wer es war, aber besser so. Diese Bazillenschleudern machen uns alle krank, behauptet eine örtliche Kneipenbesitzer. Die letzte Grippewelle hat den Bezirk tatsächlich stark getroffen und die Menschen sind nervös. Vielleicht sollten wir allgemeine Regeln aufstellen, um die Spannungen zu lösen. Tja, Lösung des Problems versprechen. Oder das Problem ignorieren. Ja, komm, wir sind mal noch. Was haben wir hier? Was ist da, wenn ich da mit der Maus drüber gehe? Krankheit sinkt deutlich, Behausungsbedarf pro Kopf steigt leicht. Unterstütze Quarantäne. Menschen mit ansteckenden Krankheiten werden von der Stadt in dafür vorgesehene Einrichtungen unter Quarantäne gestellt und gepflegt. Okay. Ich kann ja aktuell nur eine Expedition schicken. Dafür bräuchten wir höchstwahrscheinlich ein zweites. Wie hieß das? Wie hieß denn das? Wärmezentrum? Aha. Was mussten wir dafür bauen? War das ein Logistikzentrum? Oder war das hier, das auf diesem Gebiet? Das war ein... War es ein Logistikzentrum? Ich bin gerade echt ein bisschen verwirrt. Ich kann es aber gerade nicht... Doch, es müsste ein Logistikzentrum gewesen sein. Okay, lasst uns doch mal in die Forschung gehen. Ach, da brauchen wir auch wieder Wärmemarken dafür. Es läuft ja spitzenmäßig. So, na gut. So, die machen Material. Okay, dann gehen wir wieder mal auf volle Bulle. Weil dann kriegen wir nämlich auch wieder mehr Material. Weil aktuell haben wir genug Leute. Und die produzieren Fertigbauteile. Da gehen wir mal eins nach oben. Und ich würde ganz gerne eigentlich noch die andere Staubkohlemine bauen, aber dafür brauche ich mehr Wärmemarken. Und wir machen gerade mal nur 13 pro Woche, das ist nicht wirklich viel. So, Tagesordnung stattgeben auf Neulondoner. Kann ich das jetzt hier... Also ich muss zugeben, dass ich mit den Menüs ja noch dezent überfordert bin. Hey. Vielen Dank für den Raid. Doro, willkommen. Was habt ihr gespielt? Hallo Taktik. Ich bin gerade in der Aufnahme, nicht wundern. Ostländer. Neulondoner sollten wir doch irgendwie hier. Kunst gab es, sehr gut. Hier, Neulondoner. Die wollen verabschieden Arbeitsschichten. Ja, will ich ja auch. Wie kann ich das denn jetzt machen? Maschinen. Arbeitsschichten. Tja, das ist dann Gesellschaft? Nö. Überleben? Hier, Arbeitsschichten.
Unangenehme Musik. Naja, unregulierte Arbeitsschichten. Betriebe legen ihre Arbeitszeiten nach eigenem Bedarf selbst fest. Alternative Gesetze. Maschinenzentrische Schichten. Um den Druck auf die Arbeiter zu verringern, müssen Betriebe die Maschinen rund um die Uhr laufen lassen und Arbeitszeiten entsprechend anpassen. Arbeitskräftebedarf sinkt, Elend steigt geringfügig. Ja, vorschlagen. So, jetzt können wir hier verhandeln oder wir können... Halt der altgedruckten Ressourcen. Ah, okay. Ja komm, wir bringen das mal zur Abstimmung. Ich weiß allerdings jetzt nicht, ob das die Bedingung ist, die wir hier erfüllen sollten. Okay. The votes are in. The measure passes. Okay, war das jetzt... Nö, anscheinend war das das nicht. Attention, citizens. A new law is in effect. Tja, wenden Tagesordnungspunkt stattgeben auf Neulondoner an. Wie geht das? Ich kann aber jetzt auch hier den Rat nicht nochmal aufmachen. Keine Ahnung, wie das gehen sollte. Da werden die wohl jetzt gleich ein bisschen sackig werden auf uns. Na gut, okay. Wir machen mal weiter. Vier Wochen, ne? Das reicht nicht. So, und ich wollte, wie gesagt, die zweite Kohle. Dafür brauche ich... Okay. Mozi VIP Resub incoming! Jan, vielen Dank! Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports. So, Ruby King. Jahrelang nahmen die Ordnungswahrer jeden unter die Lupe, der Kritik am Captain übte. Aber trotz des Unsinns, den sie über die Lautsprecher verbreiten, haben wir unseren Weg gefunden und sind unseren Prinzipien treu geblieben. Wir waren bescheiden und traditionsbewusst, haben uns um unsere Familien und die Nachbarschaft gekümmert. Jetzt haben wir einen Rat. Es ist an der Zeit, den Träumen Taten folgen zu lassen. So, der Rat hat die Menschen dazu gebracht, neue Ideen für die Zukunft voranzubringen. Ja, okay, was will sie denn? Hat Mut zu träumen. Ja, das ist ja schön, dass sie Mut zu träumen hat. Are now officially recognized by the city. Pilgrim delegates will be joining the next council session. Eieiei. Die Pilger! Oh, das ist aber gerade übel laut, ey. 540 Frostländer haben sich zu einer Fraktion zusammengeschlossen. Diese Pilger bilden eine widerstandsfähige und beherzte Gemeinschaft, die durch Tradition zusammengehalten wird. Sie sind gegen Pflichtschulen, maschinenzentrische Schichten und befreite Jugend. Ihr Manifest. Erstens Anpassung. Der Generator ist ein Mahnmal der Arroganz. Wir müssen sein Joch abwerfen und uns anpassen und befreien. Zweitens Gleichheit. Jeder soll der Gemeinschaft geben, was er kann und nur das nehmen, was er braucht. Tradition. Wer sich vom vertrauten Pfad entfernt, riskiert in den Abgrund zu stürzen. Freischalten. Gemeinschaftsaktion. Führer einsetzen. Erfahrene Pilger mit umfangreichem Wissen über den Frost werden Spähgruppen anführen. Vorteil durch gute Beziehungen, freiwillige Späher, stellt Frost an Teams zur Verfügung.
Boah, ist das laut, ey. Wieso kriegen die denn in den Spielen das nicht hin, ihre Sound, die Soundlautstärke auf ein Niveau zu halten? Das kann doch nicht sein. Ich kann das nicht zu Ende lesen. Mir dröhnen die Ohren. Das ist so laut. Und ich habe das Spiel schon ultra leise. Das ist echt anstrengend. Hier, 50%. Was ist denn das? Ich gehe jetzt mal mit der Gesamtlautstärke runter, ey. Und hier mal auf 35. Das ist super laut. Okay. Die Frage ist immer, wie das mit dem Tagesordnungspunkt macht. Die Pilger sind ziemlich pisst auf uns. Und können wir jetzt endlich diese weitere Kohlemine bauen? Nein. 3 Wärmemarken fehlen uns dafür noch. Verdammt. Jetzt. Hier. Drohende Kälte. Probleme in der Stadt. Als die Autorität des Captains zu bröckeln begann, fingen verschiedene Gruppierungen an, nach ihrem Ideal Einfluss auf die Stadt zu nehmen. Neu-London platzt aus allen Nähten. Schneestürme durchkreuzten jegliche Expansionspläne und jetzt geht der Stadt endgültig die Kohle aus. Ohne Wärme und Behausungen werden die Leute zu erfrieren beginnen. Der Captain mag dir vor seinem Tod das Kommando übergeben haben, aber die Leute fürchten, dass du der Aufgabe nicht gewachsen bist. Überzeuge sie vom Gegenteil, Oberhaupt. Die Kälte hat ein bedenkliches Niveau erreicht. Menschen können sterben oder Erfrierung erleiden. Kämpfe mit Wärme und Behausung dagegen an. Die Spannungen sind hoch, die Menschen sind verängstigt. Okay. Ja, gut. Deswegen bauen wir jetzt auch das Kohleding hier aus. Und wir könnten rein theoretisch so ein Gab's hier nicht so ein Wärmebezirk? Wärmezentrum, hier. Senkt den Wärmebedarf in benachbarten Bezirken. Dafür brauchen wir weitere Wärmemarken. Tja. Ich weiß immer noch nicht, wie ich den Neu-Londonern diesen Tagesordnung stattgeben machen kann. I don't know. Aber das werden wir jetzt auch nicht mehr schaffen. Die werden jetzt, ja, versprochen an Neulonderer gebrochen. Die Neulonderer sind wütend, dass du dein Versprechen nicht gehalten hast. Sie sind deiner Herrschaft gegenüber jetzt negativer gestimmt und zweifeln an deiner Rechtschaffenheit, weil du folgendes Versprechen gebrochen hast. Wende Tagesordnung stattgeben auf Neulonderer an. Die Beziehung zur Gemeinschaft Neulonderer verschlechtert sich, das Vertrauen sinkt. Ja, ich weiß einfach nicht, wie das geht. Das Spiel sagt es einem leider nicht. So, was wollen Sie jetzt? Kältetote, Probleme in der Stadt. Oberhaupt, die Stadt wurde von einer Kältewelle heimgesucht, die vielen Opfer gefordert hat. Die Menschen sind nicht nur auf offener Straße, sondern teilweise sogar in den Häusern und an ihren Arbeitsplatz erfroren. Trauer und Loot liegt in der Luft. Die Leute fürchten, dass es unter deiner Führung wieder so schrecklich werden könnte wie einst. Sie wollen, dass der Rat neue Gesetze erlässt, um diese Krise Herr zu werden. Es wäre ratsam, sie zu bekämpfen. Okay. Wobei, die Kälte ist ja gar nicht so schlimm. Wie viel brauche ich für das Wärmezentrum? 31 Wärmemarken. Und wie viel brauche ich für das Nahrungsmittelding? Hier sind aber auch nur 84.000 Nahrung drinne. Hier könnten wir tatsächlich... Na gut, sagen wir 84.000 ist auch nicht die Welt. Kann man das doppelt... Ah, da kannst du mit einem Bezirk... Das ist natürlich nice. Dann machen wir das erstmal. Oder wir brechen. Huch. Wir brechen hier nochmal auf.
1, 2, 3, 4, 5. Bin mir nicht sicher, wie gut das ist. Verabschiede ein Gesetz der Kategorie Ansteckungsprävention. Ja, das können wir dann als nächstes machen. So, hier sind wir schon auf volle Bulle. So, Nahrungsbezirk. 1, 2, 3, 4. Warum geht das nicht? Ich komme nur bis dahin. Aber das sind immerhin schon mal 3 Stück, das ist gut. Baut das mal. Dann haben wir das Nahrungsproblem höchstwahrscheinlich ein bisschen eingedämmt. Dann können wir uns an das Warenproblem machen. Und das können wir hier ganz gut lösen. Und der Kohlebezirk kann auch nicht nochmal erweitert werden. Okay. So, Ansteckungsprävention. Das ist bei Überleben, oder? Nö. Stadt. Ach hier, Ansteckungsprävention. Was haben wir denn da? Wir... Ich muss gerade mal kurz gucken. So, wir haben... Unterstützte Quarantäne. Unterstützt von Pilgern. Menschen mit ansteckenden Krankheiten werden von der Stadt in dafür vorgesehene Einrichtung unter Quarantäne gestellt und gepflegt. Die Krankheit sinkt. Der Behausungsbedarf steigt oder wir haben Ansteckungsabzeichen. Ansteckende Personen müssen eine spezielle Marke tragen, wodurch ihre Interaktion mit ihnen einschränken können, falls ihnen das sicherer erscheint. Spannung steigt leicht, Krankheit sinkt. So, hier sind 27 dafür, hier sind 22 dafür. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir das hier machen, ist höher. Allerdings ist natürlich das, lieber mehr Behausungen bauen. Verabschiede Gesetz, massenproduzierte Waren. Um die Knappheit zu überwinden, optimieren wir unsere Fließbandarbeit für eine erhöhte Warenproduktion. Produktionseffizient, Waren steigt. Das ist ein Gesetz. Erforschen mechanisiertes Sägewerk, riesige Sägewerke, das gefrorenes Holz direkt an Mulchmaschinen einfüllt, in denen nutzbare Materialien von Abfallprodukten getrennt werden. Wir brauchen Waren. Gesetz massenproduzierte Waren. Ich glaube, das
Da kommen wir denen mal entgegen. Okay, das hat eine ziemliche Mehrheit bekommen. So, Ansteckungsprävention reguliert. Die Gesetzgebung zur Ansteckungsprävention wurde reguliert. Du hast ein Versprechen gehalten und verhinderst, dass die unnötiges Chaos in der Stadt ausbricht. Okay. Jetzt würde... Also ich muss schon sagen, dass es mich tatsächlich dezent nervt, dass einem das Spiel keine Pause lässt. Es ploppt ständig irgendeine Nachricht auf. Und das ist gerade eine Ecke zu viel. Ich will einfach mal in Ruhe mich mit meiner Stadt beschäftigen und nicht alle zwei Sekunden hier irgendeine Nachricht lesen und wieder mir noch einen Freiheitsgrad anbimmeln. Liebes Spiel, ich möchte mich jetzt wirklich gerade mal kurz in Ruhe mit meiner Stadt beschäftigen, um hier wirklich die Probleme zu erkennen, weil ich tatsächlich die Spielmechanik auch noch nicht hundertprozentig durchdrungen habe und ich hier gerade mich etwas erschlagen fühle, muss ich sagen. So, Avantgarde, befreite Jugend, Oberhaupt. Seit wir die Treffen der befreiten Jugend veranstalten, haben sich überall in der Stadt junge Leute zusammengetan. Eine Gruppe des sogenannten Kollektivvorhut des Captains hat sich an uns gewandt. Während unserer Zusammenkunft sind die Seelen von Wildblume, Zinnmann, Zecke und mir miteinander verschmolzen, sagt eine junge Frau. Zur Feier dieses Ereignisses und der Stadt, die uns zusammengeführt hat, möchten wir ein Kunstwerk erschaffen. Sie wollen ein Denkmal errichten, das dein Ansehen und das der Stadt steigern wird. Sie brauchen nur die Ressourcen dafür. Ich finde es übrigens schade, dass anscheinend die Twitch-Integration nicht funktioniert. Also jedenfalls nicht bei mir. Also ich kann leider, so gerne ich es tun würde, keine Abstimmungen machen, obwohl ich die Verknüpfung gemacht habe. So, was kostet das dann? Wir werden 10 Wochen lang Fördermittel sammeln, um die Initiative dieser Jugendlichen zu unterstützen. Beziehungen verbessern sich mit Ordnungswahrer, Wärmemarken, Einkommen pro Kopf sinkt deutlich. Nee, das mache ich nicht. Das ist mir jetzt gerade zu teuer, weil ich brauche die Wärmemarken. So. Die Expedition scheint da zu sein. Okay, was haben wir denn hier? Rostiger Motor. Das abgesprengte Sekundärtriebwerk eines Dreadnought. Unter seinem Rumpf fanden wir einen Kern, ein nicht reproduzierbares Bauteil aus der Zeit vor dem Frost, mit dem wir unsere fortschrittlichste Technologie betreiben können. Die Risse im Eis deuten darauf hin, dass der Dreadnought schon vor langer Zeit zur gefrorenen Bucht gefahren ist. Ja, zerlegen. So, was haben wir noch? Hier ist auch noch eine 1. Dieser hochaufragende Gebäude zieht Gesetzlose und Plünderer an, die lieber in kalter Abgeschiedenheit zusammenleben, als sich an die Gesetze Neu-Londons zu halten. Seit dem Einsturz des Observatoriums ist die Siedlung geschrumpft. Einige sind womöglich bereit, ihre Situation zu überdenken und in die Stadt zurückzufolgen. Das gibt uns mehr Arbeitskräfte. Und was haben wir hier? Mögliche Siedlung. In diesem Minenkomplex lebten vor langer Zeit Kinder. Als sie älter wurden, zogen sie nach Neu-London. Die letzten Bergleute wurden zwar von Captain nach Hause beordert, aber wir wissen, dass in den Schächten noch Kohle liegt. Der Zugangsweg ist in schlechtem Zustand, aber wir haben ein Lagerhaus mit Fertigteilen entdeckt, die vom Captain für die Verbesserung des Pfads vorgesehen waren. Wir könnten die Teile mitnehmen oder dort lassen, falls wir die Mine in Zukunft nutzen wollen. So, Fertigbauteile mitnehmen. Bergleute in der Zukunft werden von gut ausgestatteten Pfaden profitieren. Zur Nutzung der Mine werden weniger... Ja, wir machen das. Baue Pfad oder Luftweg. Pfad verbinden.
Außenposteneffekte. Produktion, 250 Kohle. Ein Außenposten an diesem Standort könnte unsere Vorräte um 250 Kohle erhöhen, bis ein Vorrat von 448.000 Kohle erschöpft ist. Pfad verbinden. Was? Wie geht das? Ich kann auch nicht zoomen. Ach, das ist zu teuer. Wieso kann ich das nicht? Wieso kann ich hier nicht hingehen? Ja gut, das ist dann zu teuer. Kosten können nicht gedeckt werden. Ja, aber ich muss ja irgendwie, dann baue ich jetzt erstmal den Pfad und warte, bis ich genügend Wärmemagen habe. Oder ich baue den Pfad einfach später. Und, hol erstmal die Leute. Okay. So, was ich jetzt eigentlich machen wollte, ist einen Wärmebezirk bauen. Und dafür brauche ich mehr Wärmemagen. Oh, Leute, ey. Wie viel brauche ich dafür? Hier, Wärmezentrum. Kann ich das noch alles öffnen? Ja, okay. Bau das mal hier hin. Und bau gleichzeitig. Kann ich das? Nein, kann ich nicht. Boah, wir haben einfach viel zu wenig von diesen Wärmemarken. Das ist echt ätzend. Okay. Jetzt haben wir wenigstens erstmal wieder genug Wärme. Dann war natürlich der Bau jetzt hier ein bisschen blöd. Aber gut, das ist eine gute Gelegenheit, hier mal auf Pause zu drücken und die Folge für heute zu beenden. Es ist tatsächlich gerade immer noch etwas... Hier ist schon wieder der nächste Punkt aufgeploppt. Also, ich bin gerade an dem Punkt, wo das Spiel mich dezent überfordert, weil ich einfach in Ruhe mich mal mit dem beschäftigen möchte, was ich habe und nicht permanent reagieren zu müssen. Das ist natürlich das Prinzip des Spiels, das bin ich mir schon bewusst. Das war aber in Teil 1 insofern noch ein bisschen anders, weil es da nicht so extrem viele Freiheitsgrade gab. Und jetzt schon wieder mit der nächsten Anfrage hier zu hantieren, ohne jetzt mal überhaupt einen Plan zu überlegen, das ist schon gerade ein bisschen anstrengend. Wir sind gerade mal in Kapitel 1. Ich glaube, das Spiel hat irgendwie 5, 6, 7 Kapitel. Also das wird auf jeden Fall noch super krass spannend hier. Und wir müssen auch langsam gucken, dass wir halt an Kohle kommen. Ne? Also das heißt, der Weg ist eigentlich die nächste Priorität. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namen nicht genannt. Gebonfan, Kulle, Kirtano, Carbine, Rico, Roblitz und Jan VG. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.